Ist der Sonnenuntergang nicht wunderschön? Groovy! Sieht ganz so aus, als wolle Phoebe auf den Jahrmarkt. Weißt du, was das ist? Los, schau mal aus dem Fenster. Das wird dir sicher gefallen. Los, Phoebe, das schaffst du. Oh nein, Phoebe hat nur 4 Entchen geangelt, brauchte aber 5 davon. Naja, keine Sorge, Phoebe, das hast du toll gemacht. Haha, im Ernst? Ich glaube nicht, dass ihr ihn austricksen könnt. Vorsicht, Groovy. Du bist zu klein für diese Attraktion. Da wird dir bestimmt schwindelig. Armer Groovy, ich hatte dich gewarnt. Hey, Phoebe, wo ist denn das Karussell? Oh, nicht traurig sein, Phoebe. Groovy kann uns sicher helfen. Groovy, warum verwandelst du dich nicht in ein Karussell, damit Phoebe und die anderen Kinder Spaß haben können? Nein, Groovy, es sieht eher so aus wie diese Eisbude, aber mit Pferden. Nein, Pferde, auf denen die Kinder im Kreis reiten können. Und jetzt, los geht's! Groovy, Phoebe, das ist nicht der richtige Ort, um Ball zu spielen. Seid vorsichtig, sonst macht ihr noch etwas kaputt. Warum lasst ihr nicht den Ball und schaut euch das Museum an? Ihr seid doch beide Dinosaurier-Fans. Paps, was ist denn mit dir los? Alles in Ordnung? Kinder, wisst ihr, was los ist? Ein Überraschungsei? Ein Feuerlöscher? Guter Versuch. Aber ich glaube, jetzt ist sie noch wütender. Versuche mal, sie mit einem Blitz zu blenden. Hm.
Kinder, was glaubt ihr? Worin könnte sich Groovy verwandeln, um die Mumie zu erschrecken? Nein, Groovy! In einen Dinosaurier! Und was haben wir heute gelernt, Kinder? Bälle gehören nicht ins Museum. Oh, wollt ihr etwa an den Strand? Das ist ja großartig. Und was habt ihr dabei? Einen Sonnenschirm, ein Badetuch, Sonnencreme, Schwimmflügel, Sandspielzeug, ein Gummitier? Prima! Ihr habt auf jeden Fall alles dabei, was man für einen lustigen Tag am Strand braucht. Brokkoli? Einen Heizkörper? Einen Mantel? Groovy! Diese Sachen brauchst du am Strand doch gar nicht. Warte, Groovy. Zuerst solltest du dich eincremen. Du willst doch keinen Sonnenbrand bekommen, oder? Schau, so wie Phoebe. Oh, das macht bestimmt Spaß. Was ist das denn? Ein Haifisch? Oh, zum Glück nur ein Delfin. Delfine sind sehr freundliche Tiere. Warum spielt er nicht mit ihm? Hey, ich glaube, da ruft euch jemand zu. Das ist ja ein cooles Kostüm. Halloween macht total viel Spaß. Die Kinder verkleiden sich und bekommen Süßigkeiten. Aber Groovy, du brauchst doch gar kein Kostüm. Du kannst dich doch Aber wäre es nicht einfacher, wenn er sich einfach Groovy, dein Kostüm ist genial. Seid ihr bereit für einen richtig lustigen Halloween-Abend? Wir sind gespannt, wie sich die anderen Kinder wohl verkleidet haben. Sagt mal, wo sind nur die Kinder? Was ist los? Keine Spur? Nichts? Das ist doch nicht möglich. Groovy, warum verschaffen wir uns nicht eine bessere Perspektive, um die Kinder zu finden? Kinder, erinnert ihr euch an den Vogel aus dem Park? Groovy sicher auch. Er hätte fast Kacke auf ihn gemacht. Thank you.
Groovy, alles in Ordnung? Psst, hey Kinder, wisst ihr, wie er schnell wieder auf die Beine kommt? Hey Groovy, möchtest du etwas Brokkoli? Das funktioniert immer, Kinder. Gemüse heilt einfach alles. Groovy, warum verwandelst du dich nicht in einen viel größeren Vogel? So kann sich Phoebe auf dich setzen und hilft dir dabei, herauszufinden, was los ist. Los geht's, Groovy. Da sind sie ja. Das ist ja komisch. Worauf schauen sie nur alle? Oh nein! Ist das eine Hexe? Sie hat die Kinder verhext. Kinder, wenn sich Groovy in eine Hexe verwandelt, kann er den Fluch brechen und sie in ein Schwein verwandeln. Was meint ihr? Können wir sie so erschrecken, damit sie ein für alle Mal verschwindet? Frankenstein? Joker? Michael Jackson? Eine Maus! Wartet, eine Maus! Das ist es! Hexen fürchten sich vor kleinen Mäuschen! Groovy, verwandle dich in die größte Maus, die du kannst! Größer, Groovy! Viel größer! Oha, hier ist die Fangemeinde wohl zwischen Real Madrid und FC Barcelona gespalten. Wenigstens hält sie die Liebe zusammen. Kinder, wo stecken Groovy und Phoebe nur? Arme Phoebe, das ist bestimmt eine schwere Entscheidung. Kinder, was könnte sie nur tun? Tolle Idee. Verflixt, diese Schere funktioniert nicht so gut. Groovy, magst du ihr nicht helfen? Ist das nicht spannend? Oh nein, Groovy, pass auf! Sie denken, dass du es wirklich bist. Lauf schnell! Was ist denn, Groovy? Keine Angst, das ist nur Schokolade. Gerade rechtzeitig, Phoebe. Anscheinend mag Groovy nur Gemüse. Da sind Papa und Mama und sie sehen sehr zufrieden aus. Warum wohl? Herzlichen Glückwunsch, Phoebe. Du warst in der Schule sehr fleißig. Wir sind stolz auf dich. Du warst auch sehr brav, Groovy. Wow, ein Videospiel. Klar, Mühe wird immer belohnt. Viel Spaß damit, aber spielt nicht zu lange, ja?
Wow, Phoebe, es scheint dir wirklich zu gefallen. Aber Groovy findet es nicht so toll. Brokkoli. Mittagessen. Volle Bäuchlein. Ich finde es super, dass euch das Gemüse so schmeckt. Psst, Groovy, mache keinen Lärm und denke daran, spiele nicht allzu lange mit der Konsole. Groovy, du spielst schon viel zu lange. Du solltest es ausschalten. Wow, Groovy, großartig. Was ist passiert? Naja, macht nichts. Bau es wieder auf. Das ist ja spannend. Wer ist das? Ist das Enderman? Pass auf, er will alles zerstören, was du gebaut hast. Oh nein! Pass auf! Nein! Schneller! Los, Groovy, du kannst es schaffen! Groovy, ich glaube, du hattest einen Albtraum. Es ist wirklich nicht gut, so lange zu spielen. Videospiele sollten immer nur in Maßen gespielt werden. What are you doing? Are you trying to say something? Oh yes, subscribe, kids. Groovy the Martian, official channel.